Hallo, ich bin Paul van Dyk und ihr seht Freakish Pure Nightlife. Freakish Pure Nightlife, hallo und ganz herzlich willkommen aus Luzern. Ich stehe vor dem Vegas Club, genauer gesagt hier in Kriens. Wir sind also wirklich gespannt auf einen heißen Abend mit dem DJ Paul van Dyk. Er ist aus Deutschland und begleitet die DJ-Szene schon rund 20 Jahre. Und auch der Club, der hier neu umgebaut worden ist, ist einer der heißesten Clubs in der Schweiz. So sagen sie auf jeden Fall Swiss Nightlife Awards. Sind also gespannt auf eine heiße Sendung. Der Vegas Club hat seinen Gästen jedes Wochenende viel zu bieten. Nicht nur das Line-up mit den angesagtesten nationalen und internationalen Acts in den Sparten House, R&B und Mashup, sondern auch noch zwei Floors. Bereits am Eingang werden wir freundlich vom Personal begrüßt. Was ist so die Zielgruppe? Wer kommt da seinen Ausgang? Eigentlich ist es gemischt, also von jung bis alt. Wir haben auch sehr alte, also alte von 60, die Stammgast sind, aber auch junge, also ab 18 ist es ja. Also. Und die kommen überall aus der Umgebung, sie haben ein grosses Einzugsgebiet in Luzern? Genau, also Luzern, sie kommen auch von Zürich, Basel, Bern, von überall eigentlich. Neben dem Hauptfloor, der Strip, wird im Skyfloor jeweils ein ergänzendes Programm mit eigenen DJs geboten. Der Club hat zudem noch eine Lichtshow und als Prunkstück die grösste 360 Grad LED-Lauffläche in der ganzen Schweiz. Bleibt also dran, es gibt einiges zu erleben in dieser freaky Sendung. ABAR challenges you. Am Samstag, 15. Juni, findet in Winterthur der zweite ABAR Make It Your Race Anlass statt. Ein Go-Kart-Rennen und ein Wettbewerb, wo es einen ABAR zu gewinnen gibt, erwartet dich. Wenn du am Wettbewerb mitmachen willst, musst du dein eigenes alten Auto an Anlass mitbringen. Überzeugt die Community und wenn du Glück hast, wird dein Auto am 24. August in Spreitenbach zum Sieger gekürt. Durch den Vorbrecher 950 wird es dann geschreddert. Der Besitzer vom Siegerauto kommt einen brandneuen ABART 500 im Wert von 29'230 Franken über. Mehr Infos findest du unter abart-challenges-u.ch. Wer haben wir denn hier gefunden? Sind das zwei Luzernerinnen? Nein. Woher sind ihr denn? Von Zürich. Von Zürich? Und euch hat es hierher verschneit. Du hast Gigli-Suppe gehabt. Ich bin von da. Du bist von da? Ja. Was für ein schönes Lachen. Ja. Wegen Paul van Dyk da oder einfach wegen dem lässigen Club? Nein, nur wegen Paul. Nicht nur die zwei hübschen Damen freuen sich auf den DJ, der ganze Konzertareal und Halle füllt. Er ist Stammgast an allen grossen Festivals auf dieser Erde und gehört seit Jahren zu der Weltelite in der elektronischen Musikszene. Die Rede ist von niemand anderem als Paul van Dyk. Nummer 16 auf dem Ranking vom DJ Magazine, der sogenannten Weltrangliste. Wir sind gespannt auf seinen ersten Auftritt in einem deutsch-schweizer Club. Die Leute haben extrem Freude an einem Auftritt, das hat man gemerkt. Riesenspaß, gute Stimmung. Spielst du immer gleiche Sets oder ist das je nachdem, passt du dich eigentlich dem Volk da an oder wie? Also ist das wie ein Konzert, was du einfach fix einspielst? Nee, also es ist schon immer anders. Also natürlich, also für mich, ich habe, sagen wir mal, zu 50% eine klare Vorstellung von dem, was ich machen möchte. Und alles andere ist immer eine Frage der Interaktion mit den Leuten. Und das Setup, was ich habe, das gibt mir halt die Möglichkeit, da wirklich auch zu interagieren. Ich spiele halt nicht einfach nur so USB-Stick rein in CD-Player und los geht's, sondern ich habe da halt relativ viel Zeugs, was mir eben wirklich die Möglichkeit gibt, irgendwie eben live zu spielen und den Leuten eben dann auch wirklich für den Moment was mitzugeben, was besonders ist. Das war spannend zuzusehen, auch mit deinen zwei Keyboards. Echt eine heiße Sache. Jetzt kommt der Sommer. Bist du wieder in Ibiza? Du warst ja die letzten, würde ich sagen, fast 20 Jahre da gut vertreten, Privilege in all den Clubs, wo es bis zu 12.000 Leute hat. Also es ist ja wirklich Hammer, was du da hingelegt hast über so lange Zeit. Immer ist like, you know, Midcream im Amnesia, donnerstags meine Residency über den Sommer, natürlich die ganzen Festivals.
Alles, was so ansteht, Creamfields, Nature One, SW4, all die Sachen, die so eben wichtig sind im Sommer, auch dabei zu sein. Und ja, ansonsten gibt es eine neue Politics of Dancing Nummer 3 im Oktober, eine Single davor, und ich freue mich drauf. Herzlichen Dank. Dann wünschen wir dir ganz eine gute Nacht. Alles Gute. Im Sommer. Der DJ ist zweimal am Machen und der Sound so richtig am Checken, und das machen auch wir. Denn jetzt gehen wir zu diesem einzigartigen und phänomenalen Soundcheck von uns. I Need Your Love klingt dem DJ und Produzent Calvin Harris ein weites Masterpiece. Hol der Single jetzt bei iTunes. I need your time. When everything's wrong, you make it rise. I feel so high, I got alive. I need to be free with you tonight. I need your Begin, Glow und Freaky Like Me heissen die Songmonster mit denen neues norwegischen Hit-Doppel Madcon als letztes Tanz erklärt hat. Das neue Album Icon ist eine globale Kollaboration mit weltberühmten Gastmusikern und Produzenten. One Life ist perfekt ein Intro dazu. Mit einem unwiderstehlichen Chorus und einer Kelly Rowland in Höchstform zeigen Madcon gerade mit der ersten Single, dass sie noch lange nicht satt sind. Unglaublich, da innen gibt es in jedem Ecken etwas Aufregendes zu sehen. So haben wir auch den Yusuf Hedzimovic beim Jonglieren hinter der Bar entdeckt. Er ist nicht nur ein Talent dabei, alles unter Kontrolle zu haben, sondern schafft es auch noch, seine Partygäste zu unterhalten und gute Stimmung in den Raum zu bringen. Was ist euer Konzept? Unser Konzept ist Vegas. Eben, Vegas in der Schweiz. Das ist einfach ganz simpel. Party ohne Ende. Das ist einfach das Feeling, was eben in Vegas, was man so einfach mitfühlt, das ist eben bei uns Standard. Jetzt habt ihr Paul van Dijk heute engagiert. Ich denke, die Leute freuen sich sehr. Ja. Wir wollten es mal als kleines Dankeschön zurückgeben an unsere Gäste. Und der Club läuft wirklich sehr, sehr gut. Wir sind sehr zufrieden. Und es ist nicht sehr, sehr üblich, dass man eben solche Stars auftischen, genau wenn es so gut läuft. Das macht man so in Worst Case. Aber wir wollen Dankeschön sagen an unsere Gäste, an unsere treuen Kunden, die uns wirklich beglücken jedes Wochenende und denen etwas Spezielles bieten. Wenn es so heiß zu und her geht, machen wir jetzt den kleinen Abstecher nach Süditalien mit einem Wettbewerb für euch. Hast du schon immer nach Süditalien wollen in die Ferien gehen? Die kann mehr entspannen und einen kostenlosen Aufenthalt bei herrlichem Wetter geniessen. Du musst nur schon 18 sein und deine Spontanität unter Beweis stellen. Schreib ein SMS mit deinem Namen, Vornamen, E-Mail und Geburtsdatum an 919 mit dem Keyword Apulien. Noch bis am 9. Juni hast du Zeit, die unglaublichen Ferien zu gönnen und mit Helvetic Airways, Tutto Italia und Freakish einen unvergesslichen Aufenthalt zu erleben. Alle Infos findest du auf unserer Website und Facebook-Fanpage. Wirklich, dass sie Kondition haben, nicht nur hier im Schwimmen im See oder auf den Bergen oben, sondern auch im Party machen, denn das Viertel Bier und Bude brennt noch richtig. An dieser Stelle würde ich sagen, für euch daheim gibt es ein schönes Blümchen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Freakspiel Nightlife, Top Tele Zürich, und ciao zusammen.